Hallo, ihr Österreicher da draußen. Feiert, dass ihr einen geistens jeden angepassten und sterblichen Körper bekommen habt und jetzt sogar einen unsterblichen Körper bekommen habt. Heute, am 3.4.2022, ist es geschehen, dass ich zu Gott, dem himmlischen Vater, gebeten habe: Gott, der himmlische Vater, bitte gib uns durch den Heiligen Geist unsterbliche Körper. Und er hat uns verwandelt. Allesamt. Feiert, dass es keine ABC-Waffen mehr gibt und Kriegsmaschinerie weggenommen wird. Feiert, dass kein Krebs, kein Karies, kein Rheuma, kein Syphilis, kein AIDS, kein Leber, keine Pilzerkrankungen, keine Arthritis, keine Aposis, keine Alzheimer, keine Gastritis, keine Epilepsie, keine Schlaganfälle, kein Parkinson, keine Bindehautentzündung, kein Grippevirus, kein Hepatitis A, B, C, keine Gehirnentzündung, kein Magen-Darm-Virus, kein Alzheimer, kein Gedächtnisverlust, kein Herpes, kein Asthma, kein Muskelschwund, kein Knochenschwund, kein Asperger-Syndrom, keine Kolibakterien, keine Augenkrankheiten, keine Nierensteine und keine Leberzirrhose und keine Prostataentzündung es mehr gibt. Feiert, dass Erdbeben und Blizzards und Tornados ein Ende genommen haben und Hurricanes ein Ende genommen haben. Feiert den Heiligen Geist, der auf viele Cheerleads herabgebeten worden ist. Feiert die ehemaligen Dschihad betriebenen Organisationen, die Boko Haram, die Al-Nusra-Front, die Ahmadiyya-Bewegung, die Al-Shabaab-Miliz, die Hamas, die Hisbollah, die Al-Qaida, die Muslimbruderschaft, die Taliban, den IS. Die sind ehemalige Terrororganisationen und dank habe ich von ihnen Dank bekommen, dass ich sie mit Hilfe der Heiligen Engel, mit Hilfe des Heiligen Geistes, mit Hilfe des Sohnes Gottes aus Shadonai aus der Täuschung rausgeholt habe. Feiert, dass die Rohstoffe verdreißigfacht worden sind durch viele Beter. Feiert, dass die Sonnenschicht in den ursprünglichen Zustand gekommen ist, wodurch ich die Erde gerettet habe, auch im Gebet. Und dass Gott der Vater es erhört hat. Feiert, dass das CO2 keine Auswirkungen auf auf die Ozonschicht, auf die Baum- und Pflanzenwelt mehr hat, weil die Baum- und Pflanzenwelt verherrlicht worden ist. Und das CO2 so viel, dass es rein wird, die Luft. Feiert, dass das Erdreich ausgebessert wurde, um das Regenwasser besser zu filtern. Feiert, dass Atomkraftwerke weniger geworden sind auf der Erde. Feiert, dass der Dschihad vernichtet oder weggenommen worden ist von Gott, dem himmlischen Vater. Feiert, dass zwei ex-muslimische Planeten zum Glauben gekommen sind, der Aschadonai-Planet und der Elohim-Planet. Feiert, dass Mekka zum Glauben gebracht wurde und sich Elohi nennt heute. Eine christliche Pilgerstätte ist. Feiert, dass der Krieg zwischen den Amerikanern und Türken auf österreichischem Boden beendet ist. Feiert, dass Lebewesen von 444 Arten ins Himmelreich emporgehoben lassen worden sind. Wie Sasquatch, Nirebuyana, Asgard, Fanfaren, Engelsaufen, Apokryphen, Teletubbies, Wasserrutschenhoshis, Fugari, Tangerine, Peros, Pleschi, Getoretten, Tandradime, Ganja, Anunnaki, Gventoriana, Gepteriana, Splenger, Grafensburger, Talisman, Elmer Roosevelt, Seelenfliege, Ismaretis, Quantis, Volle Kannen und Alexas. Und noch eine andere Spezies. Dann feiert, dass Dschihadisten und Mujahidin zum Glauben gebracht worden sind. Feiert, dass ihr 20 Billionen Euro am Konto habt, den ihr ein Konto euch eröffnet. Feiert, dass der Krieg zwischen Ukraine und Russland vorbeigegangen ist. Also, die Ukraine und Russland bekamen durch mein Gebet Besuch von den Heiligen Engeln, von den Seraphim und Cherubim. Und die haben sie erinnert, dass Krieg schlecht ist. Aschadonai ist Präsident Putin erschienen, um ihn darüber aufzuklären, dass Elohim, der dreifaltige Gott, Waffen hasst und dass seine Kriegsmaschinerie sowieso unnötig ist. Feiert, dass ihr unsterbliche Körper bekommen habt. So, danke fürs Zuhören. Euer Manuel Traders City. In Ewigkeit. Tschüss, Amen. Friede sei mit euch und mit eurem Geiste. Tschüss.